Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy IV The After Years in der Complete Collection für die PlayStation Portable. Im letzten Part haben wir ja, glaube ich, Sirius Tale abgeschlossen. Ich habe gesagt, ich werde jetzt mit Rydia's Tale weitermachen, glaube ich. Ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, doch erstmal den Challenge Dungeon zu machen. Ich habe mich um ca. 10 Level aufgelevelt. Damit ich hier auch wirklich fit bin. Ich hätte aber nochmal speichern sollen. Kann ich hier nochmal raus? Ja. Bevor ich da reingehe, sollte ich dann doch nochmal speichern. Ich habe nämlich jetzt das Ganze rumgelevelt, überhaupt nicht abgespeichert. Und das stört mich dann jetzt doch schon so ein bisschen. Deswegen gehe ich lieber nochmal ganz schnell speichern. Nein, kein Präventivschlag, nein. Ne, die Yellow Jellies können wir nicht besiegen, weil die nehmen halt nur Schaden durch Blitzattacken. Und da wir Nahkämpfer sind und... ja. So. Halt, das ist ja ein Seerder-Spielstand, deswegen die ganzen Seerder-Dinger speichern wir jetzt immer auf diesem einen Speicherplatz hier ab. Ja. Damit wir den hinterher laden können, denn später, wenn man Seerder dann irgendwann in einer anderen Teil nochmal spielen kann, kann man auf diesen Spielstand zurückgreifen. Und ja, deswegen die ganzen Fertig-Spielstände sozusagen, die speichere ich alle auf einem Slot immer alle unter den 5 Hauptspielständen, sage ich mal. Ich bin heute irgendwie ein bisschen heiser, keine Ahnung warum. Zumindest fühlt sich meine Stimme heute irgendwie... meine Stimme fühlt sich heute irgendwie so schwach an, das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber... Naja, ich wünschte, man hätte hier eine Karte in der neuen PC-Version von dem Spiel, in der Steam-Version... gibt es auch eine Karte, da hat man immer oben links eine Karte, die ich allerdings zu groß finde, also die meiner Meinung nach da ein bisschen ätzend. Backattack ist jetzt natürlich nicht so cool. Ihr seid ganz schön behindert. So, wie sieht's denn hier aus mit dem Schaden? Ich bräuchte eigentlich... Ich habe mich zwar jetzt ordentlich aufgelevelt oder so und... Ich kann heute nicht reden. Und so, aber was mir irgendwie noch fehlt, ist ein bisschen Ausrüstung. Ich habe irgendwie bisher nur so mittelgute Schwerter, sage ich mal, wie man vielleicht sieht. Und es ist gerade schon ein Montag. Nee, halt, es ist gar kein Montag mehr, an dem ich Attack hoch hab. Genau, Attack ist gerade normal. Also es fängt schon wieder so an, dass ja an jeder dritten Ecke ein Kampf ist. Das kotzt mich doch schon wieder ein bisschen an, aber damit, meine Lieben, müssen wir leben. Das ist ein Float. Achso. Ich hätte ja gern was, irgendwie so weniger Kämpfe. Fände ich ganz cool. Komm, die brauchen wir jetzt. Komm, wir holen uns die EP einfach mit. Wenn wir die EP schon mal kriegen können, nehmen wir sie uns auch gleich mit. Papau. Ich meine, 2000 EP für einen so einen Kampf, den ich recht locker schaffe. Da sage ich nicht nein, Leute. Da sag ich niemals nö. Wie Justin Bieber und James Bond schon gesagt haben, sag niemals nie. So, das gefällt mir jetzt irgendwie nicht so. Hier habe ich jetzt ein bisschen Respekt. Moment. Heilen die sich immer wieder auf? Das sieht so aus, ja. Gut, dann machen wir das einfach auf eine andere Art und Weise, würde ich sagen. Und zwar machen wir einfach Crosslash. Das sollten sie theoretisch nicht überleben. Ja, das muss ich jetzt halt nur bei jedem machen. Das ist natürlich ein bisschen eklig, ätzend, aber okay. Aber ok. Aber ok, meine lieben Leute. Einer hat sich schon verzogen und der stirbt. Sehr nett. Interessante Gegner, mag man sagen. Oh, die haben wir schon das erste Dings. Ach komm, tenten wir gleich mal. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viele Tents. Ich hätte vor dem Dungeon vielleicht mal einkaufen gehen sollen. Wir haben jetzt Full Moon, das ist doch Attack Down, oder? Dann dauern doch die Kämpfe jetzt ewig, oder? Na egal. Speichern wir wieder ab. So. Truhe. X-Potion, gut. Ja, ich habe gelesen, hier gibt es extrem nice Item-Loot, extrem schöne EPs, also Erfahrungspunkte, sowie, ja, halt wie gesagt, netten Loot und alles. Und man sollte das auf jeden Fall machen, wurde mir gesagt. Also habe ich gelesen, genauso habe ich auch gelesen, man solle sich so zumindest bis Level 34 aufleveln hier. Dann, was ich bestätigen kann, da ich mich ja bis... 34 und 35 aufgelevelt habe. Nein, 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 nein. Oh, aua. What the food?
Aua. Au. Heilige Scheiße. Und die, das ist gerade schon Damage down. What the fuck, man? Gut, dass das jetzt daneben gegangen ist, sonst wäre ich jetzt gestorben, Leute. Oh, danke. Was ich bestätigen kann, denn hier, ich bin Level 35 und ich habe Shell. Reduces Magic Damage Received. Das ist tatsächlich nicht ungut. So, machen wir weiter. Also ich weiß nicht, Shell, ich weiß nicht, wo genau mir das helfen wird. Ich habe einfach nur gelesen, es hilft. Ich habe nämlich, um das so mal ganz ehrlich zu gestehen, ich habe mich ein bisschen kundgelesen, um mich ein bisschen auf diesen Dungeon vorzubereiten, sozusagen. Nein. Weil ich irgendwie nicht so komplett blind in einen Challenge-Dungeon gehen sollte, gerade wegen des Namens, gehen wollte, gerade wegen des Namens. Das heißt halt Challenge-Dungeon. Challenge heißt zu Deutsch Herausforderung. Und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass der Dungeon oder zumindest der Boss irgendwo eine Herausforderung ist. Ich habe dabei auch gelesen, man kann so oft man will in den Dungeon gehen. Heißt also, wenn man den einmal geschafft hat, kann man wieder reingehen. Und das ist insofern wichtig, weil der Boss immer unterschiedliche Sachen droppen kann. So habe ich das jetzt gelesen. Der Boss hat mehrere Item-Drops und den Boss kann man dann halt auch unendlich oft machen. Und ja, von den Item-Drops sollte man so zwei, drei schon haben. Sollte ich den Boss wirklich so oft machen, dass ich die ganzen Items habe? Also ich glaube, fünf verschiedene Drops hat er, drei davon sind eher weniger nützlich und zwei extrem nützlich. Sollte ich wirklich den Boss... Ah ja, genau, in der Chest sein. Da ist immer was anderes. So war das. Sollte ich den Boss wirklich mehrfach machen, vier, fünf Mal oder noch öfter, dann würde ich das allerdings nicht onscreen machen. Dann würde ich euch höchstens in den Parts hinterher immer erzählen, was ich denn nun bekommen habe aus der Truhe. Vielleicht bekomme ich ja jetzt schon eins der beiden... eins der beiden Dinger da hinten. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, genau. Wie gesagt, zwei seltene Items, die eher nützlich sind, kann man bekommen. Vielleicht bekomme ich jetzt schon eins von den beiden. Das wäre natürlich sehr cool. Ich habe gerade vergessen, wie die beiden überhaupt hießen. Hier, und das ist der Boss, der Adamantit-Golem. Der macht, wie man sieht, schon ein bisschen mehr Schaden. Aber wir machen ja inzwischen auch schon ein bisschen mehr Schaden. Heißt, ich weiß nicht, wie viel AP der hat, aber er kommt näher. Das ist nicht so cool. Aua. Heißt, wir sollten eher probieren, ihn ganz schnell zu vernichten. Ich vergesse heute irgendwie ganz, ganz, ganz häufig, was ich sagen wollte. Lass mich in Ruhe. Ah, der wird mich jetzt wieder angreifen, diesmal wahrscheinlich mit 800 Schaden. Yep, und damit bin ich tot. Und... what the fuck? Okay, Spiel? Was zum Teufel war das denn jetzt? Der hat mich einfach mal sowas von niedergeknüppelt gerade. Dass ich eine Chance von nichts hatte. Tja, Leute, ich würde sagen, wir probieren das Ganze nochmal. Einmal werde ich es noch onscreen probieren. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, werde ich es danach vorerst nur noch offscreen probieren. Hi. So, auch den Ladescreen warten wir jetzt nochmal ab. Ja, bis es halt... Ne? Na los, na los. Ich brauche, glaube ich, irgendwie eine andere Taktik, habe ich so das Gefühl. Vielleicht sollte ich, wenn er ganz nah dran ist, mich auch mal irgendwie defenden. Oder mir einfach... What the fuck? Habt ihr das gerade gesehen? Augenblick kurz mal. Okay. Das war jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Mein Programm, mein Virenprogramm, hat jetzt gerade mitten im Part einfach mal... gemeint, yo, ich analysiere jetzt mal deine Emulator-Datei, ob die nicht Viren befallen ist. Und ja, da meinte sie so, yo, Nigga, yo, yo, yo. Und ja.
Ich muss jetzt eine fucking X-Potion verschwenden. Das ist ganz schön scheiße. Weil ich sonst schon wieder gestorben wäre. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt Lust, nochmal zu sterben. Im Prinzip werde ich jetzt, glaube ich, einfach mit dem Hooded Man angreifen, wie sonst da was. Und mit ihm hier einfach immer wieder heilen. Was anderes, weil bleibt mir gerade im Prinzip gar nicht übrig. Aber wenn er mich jetzt wieder zweimal mit 800 angreifen würde, das ist hart. Du eklige Fotze, hör doch mal bitte auf. Was ist, bist du denn für ein Stück eklig? The enemy is too exhausted to move. Now is your chance to strike. Ja, danke. Immer noch. Ja, aber ich muss mich jetzt mal wieder heilen hier. Ich kann ja nichts machen. Was ist das denn für eine eklige Vogelfotze? Jetzt ist er wieder hinten. Ja, toll. Jetzt ist er wieder hinten. Schön. Jetzt fängt das Ganze nämlich wieder von vorne an, ne? Also wie viel halten Cura eigentlich? 500. Aua! Ist gut. Meine Fresse. Gut. Wir spielen es auf die Art des Spiels, okay? Wir spielen es auf seine Art. Wir heilen uns jetzt nur. Oh mein Gott, ist das ein Mr. Eklig. Hör bloß auf, Herr Gott, nochmal. Nope, das werde ich also wieder nicht überleben. Also zumindest hier oder nicht. Bumm, bumm, bumm. Du dreckiges Stück Scheiße. Das ist echt hart gerade. Boah. Vor allem meine ganzen Items dafür zu verschwenden. Au. Und sorry, ich muss jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen ruhiger sein, um mich mal ein bisschen mehr zu konzentrieren. Weil ich fühle mich irgendwie so sicher gerade, sagen wir mal. Ach, wieso heile ich denn jetzt zuerst den Hooded Man? Der wird doch eh nicht angegriffen. Den müsste ich doch eigentlich echt nur für alle Notfälle heilen. Boah, ist das ätzend. Das ist ein ätzender Kampf. Ich hoffe, der ist wenigstens bald tot. Keine Ahnung, wie viel AP der hat, aber für Level 34 ist interessant, sagen wir mal. Okay, ich habe ihn geschafft. Puh, aber das hat mich einige Items und so gekostet. 1000 Jill und gerade mal 1750 Erfahrungspunkte. What the fuck? Mithril Helm. Ich glaube, das war jetzt keins der seltenen Gegenstände. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, dass es das für diesen Bonuspart gewesen sein soll, schätze ich mal. Wir haben den Challenge Dungeon von Sierra gemacht und im nächsten Part, ich weiß nicht, ob ich den jetzt nochmal offscreen mache, keine Ahnung, und im nächsten Part geht es dann wirklich weiter mit der nächsten Tale. Das wird dann, wie gesagt, höchstwahrscheinlich Rydia's Tale sein. Ich würde sagen, bis dann und ciao.